Während also viel über die Impfung diskutiert wird, müssen aber nach wie vor viele schwere Covid-Fälle behandelt werden. Und das wird trotz Impfung auch so bleiben, sagen Experten. Geforscht wird deshalb weiterhin an einem wirksamen Medikament. Ein vielversprechender Ansatz kommt etwa vom österreichischen Genetiker Josef Penninger. Doch breit eingesetzt wird das Medikament noch nicht. Medikamente gegen Covid-19. Viele werden entwickelt, im Krankenhausalltag werden bislang aber nur wenige angewendet. Die Klinik Favoriten in Wien hat mehrere Covid-Stationen. Der Infektiologe Alexander Zuferli ist einer der Ärzte dort. Bei viralen Erkrankungen aus den Atemwegen gibt es generell wenig Behandlungsmethoden. Und trotzdem hat man das bislang immer auf die leichte Schulter genommen. Auch deswegen, weil es bislang wenige wirklich gravierende Atemwegsinfektionen wie jetzt eben das SARS-Coronavirus gab. Als wirksames Mittel haben sich zum Beispiel spezielle Entzündungshemmer etabliert, als Tabletten oder in flüssiger Form. Sie können dabei helfen, die Sterblichkeit zu senken. Bei schwerkranken Patienten sehen wir, dass die Entzündungshemmer die Sterblichkeit, die Mortalität bis zu 30% reduzieren. Auch Blutverdünner werden eingesetzt und zeigen Wirkung. Jedoch? Wahrscheinlich nur im wenigen Prozentbereich. Hier ist der Effekt deutlich geringer als bei entzündungshemmenden Medikamenten. Und dann gibt es auch noch ein Medikament, das vor ein paar Monaten noch als sehr vielversprechend gegolten hat. Remdesivir, ein Mittel, das die Weltgesundheitsorganisation aber nicht mehr zur Behandlung empfiehlt. In gewissen Subgruppen dürfte es einen teilweise positiven Effekt haben. In Europa zieht man sich hier allerdings immer mehr davon zurück, dieses Medikament zu verwenden. In den Vereinigten Staaten wird es noch relativ breit angewendet. Ein großer Hoffnungsträger ist eine Art Antikörpercocktail. Dabei werden Zellen von Menschen entnommen, die an Covid erkrankt waren und schon wieder gesund sind. Diese Zellen lässt man im Labor Antikörper gegen das Coronavirus produzieren. Die bekommt eine Covid-kranke Person dann verabreicht. Die Antikörper docken am Virus an. Sie markieren es, um den Abwehrzellen zu zeigen, dass es sich um einen ungewünschten Eindringling handelt. Zusätzlich machen sie auch das sogenannte Spike-Protein an der Virusoberfläche unschädlich. Das ist der Schlüssel, mit dem das Virus in die Körperzellen gelangt. Die Antikörper stumpfen diesen Schlüssel vereinfacht gesagt ab. Das Virus kann nicht mehr in die Zelle eindringen. Forscherinnen und Forscher wollen aber noch genauer untersuchen, inwiefern sich diese Antikörper-Cocktails einsetzen lassen. Dazu läuft im kommenden Jänner eine Studie mit mehr als 1200 Patienten an. Mit dabei sind auch das Wiener AKH und die Klinik in Favoriten. Forschungen, die notwendig sind, wie der behandelnde Arzt sagt. Es wird immer Menschen geben, die empfänglich bleiben. Diese Menschen können beispielsweise aus voller Gesundheit heraus dann schwer erkranken, landen im Krankenhaus und müssen dann entsprechend behandelt werden. Die Forschung an Medikamenten, sie geht trotz der bevorstehenden Impfung weiter.